Die Geschichte des Fabrikanten Oskar Schindler, dessen mutige Rettungsaktion für 1200 Juden erst durch die Hollywood-Verfilmung weltbekannt wurde. Schindlers Liste, eine wahre Geschichte. Spiegel TV Themenabend, jetzt bei Vox. Vox. Die Würze Ostafrikas, das Feuer Brasiliens. Wann kriegst du schon mal so guten Kaffee? Immer wenn die nächste Überraschung bevorsteht. Melitta Amslese, das ist eine Mischung. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Das Nokia 6510 für 1 Euro im Weihnachtspaket von E-Plus. Ist wirklich was drin. Und bis 31.12. 50 Euro Startguthaben obendrauf. Jetzt losfahren und genießen mit 2,99% effektiven Jahreszins. Der Peugeot 206 CC. Come all you sailor men and listen to my plea. When you've heard it, you will pity me. American Express hat weltweit über 1700 Service Center, um Menschen zu helfen, die den Mut haben, die Welt zu entdecken. Ich hab geblinzelt. Nee, oder? On the first day my barge came home from sea. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist das Zuhause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur nach Pilsener Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsener. Ein Radeberger. Mit Vodafone Live Bilder von Handy zu Handy verschicken. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen Vodafone. Über einen Bitburger. Bitte ein Bit. Vodafone Life hat die neuen Fotohandys mit integrierter Digitalkamera. Jetzt schon ab 199 Euro im Vodafone Shop kaufen. Und bis zum 31.12. sparen Sie beim Kauf eines Sharp oder Panasonic Handys 24,95 Euro Anschlusspreis. Vodafone Life. Für unseren Briefträger. Danke. Für die ganze Familie. Für meinen Freund. Für meinen Papa. Nestle Aquarell. Natürlich für alle. Morgens Aronal, abends Elmex. Der medizinische Schutz für Zahnfleisch und Zähne. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Fürst von Metternich Riesling Sekt. Fürstlich genießen. Star Kino. Große Erwartungen. Am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Vox. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Radeberger.
Guten Abend, willkommen beim Spiegel TV Themenabend. Wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt. Dieses Zitat aus dem Talmud gravierten Juden in einen Ring, den sie dann ihrem Retter zum Abschied schenkten, dem deutschen Fabrikanten Oskar Schindler. Sie wussten, ohne ihn hätten sie den Holocaust niemals überlebt. Denn er hatte etwas getan, wozu Millionen anderer Menschen nicht bereit gewesen waren. Er hatte versucht, Männer, Frauen und Kinder vor dem sicheren Tod im KZ zu retten. Und das mit Erfolg. Riskiert hat er dabei auch sein eigenes Leben. Die Geschichte von Schindlers Liste ist ein Beweis dafür, dass auch in Zeiten größter Menschenverachtung menschliches Handeln möglich war. Doch mutige Bürger wie ihn gab es in diesen dunklen Jahren deutscher Geschichte nur wenige. Schindler blieb die Ausnahme. Es war die Zeit machthungriger Tyrannen, wie zum Beispiel des SS-Lagerkommandanten Amon Göth. Er war Schindlers heimlicher Gegenspieler, aber auch sein scheinbarer Kompagnon. Die beiden Männer verbanden nach außen hin viel, doch zwischen ihnen lagen Welten. Katrin Sänger zeigt in der folgenden Dokumentation, wie es Oskar Schindler gelang, mit und auch gleichzeitig gegen Amon Göth zum Retter für mehr als 1100 Juden zu werden. Befragt hat sie Schindler-Juden, die mittlerweile auf der ganzen Welt leben.